Zweites Rennwochenende der Formel 4. Wir sind in der Eifel am Nürburgring, wo das Prima Power Team eine perfekte Rückkehr auf die Formel 4 Bühne feiert. Pole für Prima Pilot Gabriele Mini, dahinter der US-Amerikaner Jack Crawford. Und Mini behält nach dem Start außen den Speed bei, kann seine Pole in die Führung ummünzen. Crawford ist zwar dicht dran, verbremst sich dann aber und fällt mit Reifenschaden zurück. Wenig später knallt Joshua Dirksen in den verlorenen Frontspoiler seines Konkurrenten Lobanenko Artem. Das Safety Car muss raus. Bis kurz vor Schluss bleibt die Reihenfolge vorne gleich. Gabriele Mini hält Verfolger Johnny Edgar über die gesamte Renndistanz in Schach und siegt in Rennen 1 am Nürburgring. Großes Pech für den drittplatzierten Oliver Berman, der sein Fahrzeug auf den letzten Metern noch abstellen muss. Rang 3 erbt Elias Seppinen für Us Racing. Rein ins zweite Rennen mit Van Amersfoort-Pilot Johnny Edgar als Polesetter, Elias Seppin für Us Racing auf 2 und Gabriele Mini vom Prema Power Team auf 3. Beim Start bleibt Dino Beganovic zunächst stehen, kommt aber dann doch noch vom Fleck. Das Rennen kann weiterlaufen. Johnny Edgar souverän vorneweg. Dahinter, wie an der Perlenschnur gezogen, Elias Seppin, Gabriele Mini und Jack Crawford. Edgar wenig später mit knapp 5 Sekunden Vorsprung, fährt ganz sauber dem Sieg entgegen. Eine eindrucksvolle Vorstellung des 16-jährigen Briten. Dann dieser Verbremser von Gabriele Mini. Da bleibt die Tür für einen kurzen Moment offen. Jack Crawford ist jetzt dran, kann aber nicht das entscheidende Manöver ansetzen. Seppin kann sich von diesem Duo allerdings etwas absetzen. An der Reihenfolge ändert sich nichts mehr. 3 verschiedene Teams auf dem Podium. Johnny Edgar siegt beim zweiten Lauf der Formel 4 am Nürburgring. Seppin auf 2, Mini wird Dritter. Reverse Grid beim dritten Lauf. Die Top 8 des zweiten Rennens startet in umgekehrter Reihenfolge. Polesetter ist Sebastian Montoya, der fällt aber gleich zurück. Jack Crawford schiebt sich von 5 auf 3 und Joshua Dirksen übernimmt die Führung. Johnny Edgar, der Gesamtführende, ebenfalls mit einer starken Anfangsphase, von Rang 8 auf 4, setzt dann zum teaminternen Duell gegen Jack Crawford an. Die beiden schenken sich nichts, Crawford treibt Edgar etwas raus und touchiert den Frontflügel. Beide Van Amersfoort-Renner dann im Attacke-Modus gegen Oliver Berman. Crawford und Edgar kassieren den Zweitplatzierten und Edgar setzt sich anschließend sogar vor seinen Teamkollegen. 10 Minuten vor Schluss kontert Crawford und holt sich Rang 2 zurück. Und Edgar verliert sogar noch eine weitere Position an Prema-Pilot Gabriele Mini und fliegt so vom Podium. Joshua Dirksen gewinnt den dritten Lauf, Jack Crawford auf 2, Gabriele Mini wird Dritter. Die Gesamtwertung führt Johnny Edgar weiterhin an.